Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Ja, endlich geht's um Methoden. Was sind Methoden? Ja, Methoden sind eigentlich bloß ein Stück Code, der woanders steht als in der Main-Methode. Und das ist auch schon alles, was ihr dazu quasi wissen müsst. Aber es ist natürlich noch mehr dabei. Also, es ist ein bisschen komplizierter und das möchte ich euch natürlich alles erklären. Aber zunächst einmal möchte ich mit euch eine Methode schreiben. Das ist das erste Mal, dass wir uns außerhalb von dieser Static Void Main, was übrigens auch eine Methode ist, bewegen. Static Void Main bedeutet, das ist der Einstiegpunkt für euer Programm. Also hier fängt euer Programm an zu arbeiten. Und was wir jetzt hier machen, das fängt nicht unbedingt dort an zu arbeiten. Allerdings brauchen wir ein Static, denn ansonsten bräuchten wir vielleicht irgendeine eine Klasse und ein Objekt von der Klasse, damit das Ganze nicht mehr static sein muss. Und deswegen zeige ich euch aktuell gerade nur die Static-Methoden, zu den Klassenmethoden dann später mehr. Genau, die Static. Und dann kommt hier ein Rückgabetyp hin. Rückgabetyp. Und der Name der Funktion, Klammer, Klammer, wie wieder oben bei der Main auch. Und hier kommen die Parameter rein, zu denen nachher mehr. Und jetzt machen wir hier einfach diese geschweiften Klammern und fertig. So, hier vorne kann man jetzt noch Modifikatoren hinmachen, zum Beispiel Public oder Private. Aber zu denen sage ich euch auch wahrscheinlich in sogar einem eigenen Video mehr. Und hier muss jetzt ein vernünftiger Rückgabetyp rein. Rückgabetypen sind alle Typen, die ihr so kennt. Das bedeutet, ein Int ist ein Rückgabetyp, der ist völlig okay. Es kann Double sein, es kann ein String sein, alles Mögliche, was ihr da haben wollt. Es kann aber auch Void sein. Und Void bedeutet nichts. Also es wird nichts zurückgegeben von dieser Methode. Eine Methode kann Sachen machen, berechnen, ausführen einfach nur. Und ihr könnt dann am Schluss einen Wert zurückgeben von dieser Methode. Und bei Void ist dieser Wert eben nicht vorhanden. Da wird einfach nichts zurückgegeben. So. Was wir jetzt hier machen wollen, ich lösche das hier oben mal weg, wir wollen diese Methode aufrufen. Und das tun wir, indem wir sagen, okay, wir gehen wieder in unsere Main rein und sagen, jetzt will ich diese Methode aufrufen. Und das tue ich, indem ich sage, ja, Programm, also der Name von unserer Klasse hier, dazu werde ich euch auch noch später mehr sagen, vor allem zu diesem Static, aber der Name von unserem Programm, Punkt. Und dann haben wir sie noch nicht umgetauft. Sie heißt aktuell noch Name. Nennen wir sie einfach mal Methode. Punkt Methode. Übrigens mit Steuerung Leertaste kann man ein Auto vervollständigen. Das ist vielleicht ganz nützlich zu wissen. Dann Klammer, Klammer, so wie wir es bisher schon immer gemacht haben. Und Semikolon. Entschuldigung. So, und jetzt sehen wir hier, genau dasselbe haben wir mit dem Console.ReadKey eigentlich auch gemacht. Wir haben nur eine Methode aufgerufen. Und irgendwie ist die Konvention in C-Sharp, dass man Methodennamen groß schreibt. Warum auch immer, ich komme damit nicht so ganz klar. Manchmal schreibe ich sie kleiner, also bitte flamet mich nicht. Ich komme aus Java und da schreibt man halt Methodennamen klein. So, und jetzt müssen wir hier in diese Methode vielleicht noch irgendwas machen, denn aktuell passiert gar nichts. Also es gibt keinen Fehler oder sowas, aber es passiert halt einfach nichts. Denn in dieser Methode steht noch überhaupt nichts drin. Die macht noch quasi gar nichts. Das ist einfach leeres Codefragment, wo wir jetzt irgendwas reinschreiben wollen. Also hier kommt dann euer Code rein, zum Beispiel console.writeLine und dann ein Hello World. Ups. So. Und jetzt gehen wir quasi hier mit unserem Programm rein und rufen diese Methode auf. Die Methode fängt hier an und gibt das aus, ist hier fertig, springt dann wieder zurück und gibt dann console.readKey aus. Oder ruft es dann auf, besser gesagt. Und wenn wir das jetzt starten, sehen wir, dass genau das eingetroffen ist. Wir haben erstmal angefangen, rufen diese Methode auf, diese Methode macht das hier und dann gehen wir hier wieder rein. So, jetzt kann man sich gleich eine mögliche Anwendung davon denken. Sagen wir mal, hier passiert noch viel, viel mehr als nur dieses eine bisschen Write-Line. Und in so einem Fall kann man aber trotzdem die Methode ganz einfach nochmal aufrufen. Und dann passiert es zweimal. Und das kann man so oft machen, wie man möchte, auch natürlich in irgendwelchen
schleifen oder sowas und somit spart man sich wirklich verdoppelte Codes oder sowas. Ich kann es auch erst da unten drunter aufrufen. Ich kann alles damit machen, was ich möchte. Wir sehen hier ein Hello World. Wenn ich das eingib, dann kommt nochmal ganz kurz so ein zweites Hello World. Das heißt, das ist schon mal eine große Anwendung von Methoden, aber lang nicht die einzige. Macht einfach alles viel, viel leichter. So, jetzt zu den Rückgabetypen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Int als Rückgabetyp. Dann erwartet unser Programm, dass hier ein Integer zurückgegeben wird, und zurückgeben tun wir, indem wir sagen return und dann den Wert, den wir halt zurückgeben wollen. Also irgendwelche Berechnungen hier oben, bla bla, Berechnungen und dann return, hier zum Beispiel 42 oder halt eure Berechnung, was auch immer. Und aktuell macht es gar nichts, es wird ja nicht ausgegeben hier, sondern wir sehen, es passiert gar nichts, aber diese Methode liefert jetzt 42 in unser Hauptprogramm zurück, also hier wieder. Und das bedeutet, ich kann hier mir einen neuen Integer definieren und den nenne ich einfach mal Zahl, kann den zuweisen und das Ergebnis kommt dann von dieser Methode. Und diese Zahl hier speichert jetzt das, was von der Methode zurückkommt. Das bedeutet, ich kann hier irgendwelche komplizierten Berechnungen auslagern und kann es dann einfach in diese Zahl reinspeichern. Kann das so oft machen, wie ich möchte, ohne Probleme. Ja, ziemlich sinnvoll. Und deswegen werde ich jetzt hier die Zahl auch mal ausgeben, damit wir sehen, dass es funktioniert hat. Genau. Zahl. So. Und jetzt sehen wir hier, es wurde 42 ausgegeben. Das ist genau die Zahl, die wir hier zurückgegeben haben. Das geht natürlich auch mit Strings oder mit sonst irgendwas, also lasst euch da einfallen, was ihr wollt. Typen werden wir dann noch mehr sehen. Es gibt nicht nur diese Int oder sowas, es geht natürlich auch Bool als Rückgabewert oder was weiß ich was. Was wir auch noch machen können, ist, wir können hier Sachen in die Methode reingeben. Das bedeutet, wir können hier zum Beispiel einen Integer A und einen Integer B reinliefern. Das heißt, wir definieren hier erstmal, was für ein Typ soll der Parameter haben, mit dem wir diese Methode aufrufen. Und dann der Name, mit dem wir in dieser Methode zugreifen. Sagen wir einfach mal hier, ich will A plus B zurückgeben. Und die kriege ich beide hier rein. So, dann sage ich hier oben, okay, int x. Achtung, ich habe das jetzt mit Absicht x genannt, ist 42. Und int y gleich 0. Und ja, ich übergebe jetzt hier x und y. Also ich kann natürlich auch direkt hier die Werte reinschreiben. Statt x schreibe ich einfach 42 rein, statt y schreibe ich 0 rein. Geht genauso. So, jetzt werden die sozusagen hier reingestopft. Hier steht dann 42 drin mit dem Namen x. Das heißt, hier in diesem Programmteil, in dieser Main, kann ich mit x plus gleich... was weiß ich was, plus gleich y, kann ich auf x und y zugreifen. Aber hier, in dieser Methode, habe ich a und b zur Verfügung. Und wenn die als x und y hier in die Methode reinkommen, dann heißen die einfach in dieser Methode a und b. Die sind völlig unabhängig voneinander, aber ich kann einfach vollkommen darauf zugreifen. Ja, ziemlich nützlich. Also, ich stecke jetzt 42 rein und ich stecke von dem y die 0 rein. Und addiere die dann aufeinander und gebe diesen Wert zurück. Übrigens, das kann ich logischerweise auch vorne dran schreiben, also sowas wie int Rückgabe gleich a plus b oder sowas. Und dann gebe ich hier Rückgabe zurück. Geht genauso, ist im Prinzip genau dasselbe. Es ist nur kürzer, wenn ich hier jetzt diese a plus b direkt hier reinschreibe und das rauslasse. Und ja, dieser Rückgabewert wird gespeichert in diesem Integer-Zahl und der wird dann ausgegeben. Genau, so. Also starte ich das jetzt und dann kommt wieder 42 raus. Setze ich jetzt hier oben unser y auf 1337 und starte dann. Dann kommt hier eben 1337 plus 42 raus und wird ausgegeben. Das heißt, ihr seht, die werden automatisch umbenannt hier in A und B, egal was ich hier reinstopfe. Wenn ich hier unten jetzt, keine Ahnung, console.writeline, kann man auch direkt reinschreiben, Programm.methode
dann die Klammern nicht vergessen. Und hier liefert unser Programm oder unser Visual Studio liefert uns schon mal, was wir hier brauchen. Wir brauchen ein Integer A und ein Integer B. Und die kann ich auch direkt hier reinschreiben, zum Beispiel 5 und 10. Und das funktioniert wieder. Das müssen nicht immer dieselben sein, sondern ich kann das machen, wie ich möchte. Das heißt, 5 plus 10 wird jetzt zuerst ausgegeben und danach wird unsere Zahl ausgegeben. Sprich zuerst 15 und dann diese 1379. Gut. Ja, so viel zu Methoden. Was dieses Static hier bedeutet, also ich glaube, das hier habt ihr jetzt verstanden. Wenn hier jetzt halt ein String steht, dann funktioniert es so nicht, weil ich gebe jetzt ein Integer zurück und ich muss aber einen String zurückgeben. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach sowas schreiben. Aber Vorsicht, jetzt habe ich hier das Problem, weil ich hier ein Int benutze. Das heißt, so könnte ich jetzt quasi meinen Rückgabetyp ändern. Es wird einfach zweimal leerer String zurückgegeben, was nichts gemacht hat. Aber ja, hier Rückgabetyp bei Return muss gleich sein wie das hier. Und wenn ihr was zuweisen wollt, hier, also wenn ihr über einen Programmaufruf irgendwas zuweisen wollt, dann muss der Typ hier vorne von dem Wert, von der Variablen, die ihr benutzt, muss derselbe sein wie der Rückgabetyp. Genau, das ist so das Grundlegendste. Wie wir hier vielleicht sehen können auch, dieses String, Klammer, Klammer, args, sagt uns jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr. Und zwar, das String ist ein Parameter, also diese args sind der Parameter von der Main-Methode und diese args sind vom Typ Array, nämlich ein String-Array, kleingeschrieben, weil C-Sharp hat mehrere verschiedene Typen für die Daten und so weiter. Und ja, wir haben jetzt hier eigentlich auch einen Parameter, auf den wir zugreifen könnten. Das sind übrigens die Konsolenparameter. Das heißt, wenn ihr auf der Konsole aufruft, in unserem Fall Programm, upsala, Programm, Punkt, ich glaube, müsste eine Excel dann sein und dann hier hinten dran 1, 2, 3, 4 mit diesem Minus vorne dran, dann habt ihr hier den Parameter in euren Args drin mit 1, 2, 3, 4, aber als String, Achtung. Und darauf kann man theoretisch auch zugreifen. Also jetzt könnt ihr das ein bisschen genauer analysieren. So, ein letztes habe ich noch für euch, weil das letzte Mal bei den Java-Videos war es nicht so, glaube ich, ja, wobei doch, ich mache das in einem anderen Video. Ist ein bisschen viel für jetzt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.